Ich bin in Liberia, um zu verstehen, wie der illegale Fischfang funktioniert. Diese Trawler kommen in direkte Konflikte mit lokalen Fischern. Sie stehlen den Leuten hier den Fisch. Manche Länder haben die Ressourcen, um ihre Gewässer selbst vor Wilderern zu schützen. Andere nicht. Aus diesem Grund hat Liberia die Hilfe der internationalen Organisation Sea Shepherd in Anspruch genommen. An Bord befindet sich die 30-köpfige Crew, die liberianische Küstenwache, sowie mein Guide auf dieser gemeinsamen Mission. Er heißt Peter Hammerstedt, ist seit 20 Jahren bei Sea Shepherd und leitet für die Organisation momentan die Task Force in Afrika. Ein Kontinent, der unter Überfischung leidet. Was verursacht die Überfischung? Die europäische Flotte hat eine massive Überkapazität. Das 2,5-fache dessen, was in Europas Gewässern nachhaltig gefangen werden kann. Die chinesische Fernfischereiflotte hat die Fischgründe vor China mehr oder weniger ausgelöscht und sucht nun andere Gewässer zum Fischen. Diese beiden riesigen Flotten aus Europa und China haben sich in Gegenden angesammelt, wo es noch Fisch gibt. Und dazu gehört Westafrika. Es gibt kein globales Rahmenwerk, das bestimmt, was in der Fischerei legal ist. Und das trägt massiv zu dem Problem bei. In Regionen wie Westafrika nutzen ausländische Trawler diese lückenhafte Regulierung, die mangelhafte Durchsetzung und die um sich greifende Korruption in Teilen der Verwaltung aus. Es ist ein Verbrechen mit geringem Risiko und hohem Gewinn. Doch Sea Shepherd versucht, das zu ändern. 6 Meilen vor der Küste beginnt eine Sperrzone für industrielle Schiffe. Wenn keine Patrouillen auf dem Meer sind, schalten diese Trawler aber regelmäßig ihre Ortungstransponder aus und fahren in die Sperrzone. Jedes große, kommerzielle Fischerboot ist mit einem AIS ausgestattet, einem automatischen Identifikationssystem, das seine Position auf dem Meer überträgt. Wenn ich in einer Sperrzone illegal fische, schalte ich also das AIS aus. Du schaltest es schon aus, wenn du in die Nähe kommst. Und du tauchst erst wieder im System auf, wenn du die verbotene Zone verlassen hast. Um die verdächtigen Boote direkt zu beobachten, müssen wir näher heran. Und dabei dürfen wir uns nicht entdecken lassen. Das heißt, wir warten erneut auf den Schutz der Dunkelheit. Das sind die Schiffe, die wir beobachten. Im Moment sind sie 5 Seemeilen von uns entfernt. Das heißt, wir sind sehr nah dran. Ja, man sieht sie. Ah, man sieht sie? Ja, dort. Ah, das kleine Licht dort. Genau. Dieses Boot verfolgen wir. Ja. Die Crew hat einen Trawler identifiziert, der in der Vergangenheit bereits durch das Ausschalten des AIS aufgefallen ist. Was wisst ihr über dieses Boot? Es ist nicht viel darüber bekannt. Allein das ist verdächtig. Wir wissen, dass es sein Ortungssystem oft ausgeschaltet hat und dann lange im Dunkeln geblieben ist. Außerdem gab es verdächtige Identitätsänderungen. Erst vor einem Monat behaupteten sie, ein somalisches Schiff zu sein. Wahrscheinlich fährt es jetzt unter senegalesischer Flagge, während der wirtschaftlich Begünstigte in Spanien ist.